herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Das erste, was euch jetzt bestimmt auffällt, ist, dass oben in der Mitte fett Action, Trial Version und so weiter bei Lizenz, Complete, Full Edition, keine Ahnung, was da steht. Denn ich probiere gerade ein neues Aufnahmetool aus. Action heißt es. Und ich habe halt noch nicht die Vollversion gekauft, weil ich es, wie gesagt, erstmal nur ausprobieren möchte. Deswegen habe ich nur diese 30-Tage-Testversion. Deswegen steht da jetzt fett das oben drüber. Ich hoffe, das stört euch nicht. Aber ist ja auch egal, ne? Wir waren hier stehen geblieben letztes Mal. Ich bin total verzweifelt, daran kann ich mich noch erinnern. Ich habe nachgeguckt, wie das jetzt geht. Und wir haben es, glaube ich, tatsächlich sogar zwischenzeitlich richtig gemacht gehabt. Wir müssen hier irgendwas einsetzen und so. Und dafür liegen hier so Teile rum. Und die hatten wir irgendwie auch am Anfang letztes Mal oder vorletztes Mal aufgenommen. Aber irgendwie konnten wir die dann nicht mehr aufnehmen. Daran kann ich mich noch erinnern. So, was sagt unser Gespür? Unser Gespür sagt da hinten. Da sind ja auch diese blau markierten Teile halt. Ja, wie gesagt, die müssen wir mitnehmen. Ich probiere das einfach mal. Okay, das können wir nicht mitnehmen. Und hier sind auch diese scheiß Würmer. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Also wir können das nicht mitnehmen. Haben wir vielleicht schon irgendwie eins von diesen Teilen im Inventar? Können wir jetzt irgendwie angucken. Haben wir irgendwie ein Inventar? Nee, haben wir nicht. Oder? Waffen. Nee. Macht Aktionen. Nee, irgendwie weiß ich nicht, ob wir schon einen Teil dabei haben. Wird einem aber auch nicht angezeigt. Aber wir müssen eigentlich diese Teile einsammeln. So, da ist halt so ein Teil. Gibt ja noch mehr von den Teilen. Da hinten ist auch noch was. Schauen wir erstmal da hinten vorbei. Ich weiß halt auch nicht so richtig, müssen wir das bei unserem Schiff einbauen? Oder müssen wir das hier bei diesem Krüppelschiff einbauen? So, können wir nochmal das Gespür benutzen? Da, ganz hinten. Wir laufen einfach mal hin. Oh, scheiße, da war der Wurm. Kannst du bitte aufhören, so rumzuschreien? Ich muss echt jedes Mal bei diesen Würmern den Sound einfach so viel leiser machen. Weil die sind einfach so laut, ne? Ich kann es nicht aufsammeln. Ich kann es nicht aufsammeln. Da müssen wir eigentlich schon was im Inventar haben, wenn wir es nicht aufsammeln können. Würde ich jetzt so sagen. Sagen wir, schauen einfach. Oh Gott, renn halt direkt in mich rein. Gott. Wir schauen erstmal bei unserem Schiff, ob wir das da irgendwie reinmachen können. Müssten wir ja eigentlich. So, Hallöchen, Schiff. Tatsache ist so. Alter. Oha, wir wissen, wie die Quest funktioniert. Erstmal speichern. Erstmal speichern. Alter, ich bin gerade voll geflasht, weil es einfach so funktioniert hat. Und wir waren irgendwie letzte, oder war das vorletzte Folge? Ich weiß nicht, bei letzter Aufnahmesession war ich ja auch schon da. Und da habe ich irgendwie nicht gesehen, dass da diese roten Teile sind, dass da halt sowas fehlt. Hey, geil. Jetzt freue ich mich voll. Ach, guck mal, man sammelt. Die Zelle sollte mit der Kühleinheit funktionieren. Geil. Ich bin so mega geflasht einfach. Das ist voll lustig. Ich glaube, ihr lacht mich gerade alle aus, weil ich mich so freue. Aber, ne? Fruchtig, frisch und immer gut gelaunt, wisst ihr, ja? Kommt das hier rein? Frage ist, wo kommt jetzt dieses Teil hin? Das kommt nicht dahin. Muss man hier noch Sachen hin tun? Ah, Tatsache. Oh, perfectly. Geil. Gleich nochmal speichern. So, wo sind die anderen Teile? Da ist eins. Und dann ist noch ganz hinten eins. Hui.
genau die Energiekupplung, die ich für den Beschleunigungskompensator. Boah, diese Quest ist so einfach. Warum habe ich die denn nicht gleich hinbekommen? Ich bin so richtig kernbehindert. Mann. Voll lustig. Erst freue ich mich total, dass ich diese Quest, dass ich jetzt endlich weiß, wie diese Quest funktioniert. Gleichzeitig hasse ich mich auch dafür, dass ich einfach so bescheuert war und das nicht sofort hinbekommen habe. Aber wirklich, das war wirklich richtig simpel, die Quest. Aber nein, ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg es einfach nicht hin. Es ist traurig. Ich muss sagen, es ist wirklich traurig, dass ich das nicht hinkriege. So, bitte einmal hier durch. Dankeschön. Können wir dieses Heilungsteil nehmen? Oh, wir müssen nur noch da hinten hin. Bitte nicht mich umbringen, das wäre richtig, richtig cute von euch. Ihr Würmchen. Dieser Dämpfer sollte zu meinem Hyperantrieb kompatibel sein. Mensch, du hast ganz schön viel technische Ahnung dafür, dass du eine Jedi bist. Ich glaube, die müssen auch so technische Ahnung auch haben, wenn die auf so Schiffe fliegen. Oh, ich weiß noch, letzte Folge, da habe ich versucht, mit diesen Bomben da irgendwie diese Würmer umzubringen, ey. Oh, Mädchen, ey. Manchmal denkt man sich so, Alter, wie kann man nur so bescheuert sein? Aber naja, wir haben es jetzt im Prinzip geschafft. Wir müssen nur noch ein Teil dahin bringen. Oh Gott. Übertreibt halt total, ihr Würmer. So. Das sollte klappen. Und jetzt schnell weg von diesem verrückten Felsen. Ja, sehe auch so. Die armen Händler. Klingt so, als hätten die Sandgräber sie alle erwischt. Verdammte Viecher. Zum Glück bist du heil wieder zurück. Wir informieren Coruscant, diesen Planeten als gefährlich einzustufen. Wie sie immer seine Fresse da ändert noch. Aber cool. Wir haben es geschafft. Endlich. Das war gut, Jaden. Du bist für die nächste Stufe des Trainings bereit. Aber wir hätten auch noch eine andere Mission. Denk dran. In jeder Mission kannst du mehr über das Leben eines Jedi erfahren. Einmal kurz ein Schlückchen getrunken. Weiter geht's. Wir haben nur noch diese eine Quest vor uns. Kultuntersuchung Corellia. Oder Corellia, ich weiß nicht. Ich klicke es einfach an. Die Stadt Coronet auf Corellia berichtet von unzähligen Aktivitäten der Jünger Ragnos. Bislang steht jedoch noch nicht fest, ob es wirklich der Sith-Kult ist oder die örtlichen Bewohner nur paranoid sind. Seit sie über das Holonet vom Kult gehört haben. Vorlesen sollte man auf jeden Fall können. Begib dich nach Coronet und finde es heraus. Machen wir sehr gerne. Ich kenne noch Leute in Coronet. Wir treffen dort ein paar Freunde und gucken, was passiert. Gleichzeitig sehen wir diejenigen, die von den Kultaktivitäten berichtet haben. Ja, weiter geht's. Oh Gott, aber wir dürfen hier wieder eine Kraft der Macht verbessern und auswählen. Machen wir die Heilung ein bisschen besser. Waffen. Die beiden sind schon. Ich weiß immer noch nicht, welche Waffe ist jetzt gut, welche ist scheiße. Wir nehmen einfach diese und diese. Nehmen wir die Teile. Ich habe echt keine Ahnung, welche Waffe gut ist, welche nicht. Und Jan hautet dem Weequay eins genau. Kann mich jemand hören? Wir werden angegriffen. Jemand will die Bahn in die Luft sprengen. Die Meldung kam von der Frachtbahn dort unten. Du kümmerst dich um die Bahn. Ich erledige die Schiffe. Arbeite dich bis nach vorn vor und checke jeden Wagen. Halt den Feind immer vor dir, dann kann dir niemand in die Seite fahren. Okay. Ist sinnlos. Na du? Wie können wir da rauf? Hier? Ja. Oh, perfekt. Haben wir mal wieder eine Kampfmission. Das ist ja auch mal wieder was anderes. Ähm.
erstmal die Waffe mitnehmen. Okay, können wir nicht mitnehmen.